Fleisch ist gut und gesund. Es ist wirklich gesund. Ich esse auf jeden Fall auch regelmäßig Fleisch. Und ist ja auch gesund. Der Mensch braucht es, um zu überleben. Unser Hunger auf Fleisch ist unersättlich. Mittlerweile auch in Asien. Über 42 Millionen Tonnen produziert Europa jedes Jahr. Fleisch ist so billig, dass wir es sogar bis nach Afrika exportieren. Das Futter für die Tiere wiederum stammt oft aus Südamerika. Die globalisierte Ernährung hat Konsequenzen. Denn der Hunger nach Fleisch verändert die Welt. Der europäische Markt ist gesättigt. Das bedeutet, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir in Europa noch mehr Fleisch essen werden. Wir essen schon Fleisch zum Frühstück, als Speck und als Aufschnitt. Und wir essen Fleisch zum Mittagessen und zum Abendessen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Fleischkuchen zum Kaffee essen wird. Danish Crown exportiert jetzt schon in 130 Länder. Es bleiben also nicht mehr viele Märkte übrig. Nur auf das letzte Jahr bezogen ist China der Markt, der am schnellsten wächst. Was in Europa schon lange normal ist, wird jetzt auch in Asien zum Alltag. Der tägliche Konsum von Fleisch. 1980 aß jeder Chinese jährlich knapp 14 Kilo davon. Inzwischen sind es mehr als viermal so viel. Die traditionelle chinesische Küche verliert mehr und mehr Raum an westliche Fastfood-Ketten. Wo früher Gemüse im Mittelpunkt stand, dominiert heute Fleisch. Mit dem Hamburger als Ikone des neuen Wohlstands. Die Menschen in den Großstädten haben ihre Essgewohnheiten bereits stark verändert. Die Landbewohner des Milliardenvolkes werden wohl folgen. Auch chinesische Hausfrauen servieren ihren Familien gerne Steak, Kotelett und Braten, mittlerweile am liebsten täglich. Experten schätzen, dass sich der Pro-Kopf-Verbrauch des größten Volks der Welt bis 2017 noch einmal fast verdoppeln wird. Der zunehmende Fleischkonsum hat in China auch soziale Ursachen. Wer zu Wohlstand gekommen ist, zeigt das gerne, auch übers Essen. So oft es geht, besucht der Unternehmer mit Ehefrau, Mutter und seinem 2,5 Jahre alten Sohn das Donglai Shun Restaurant im Zentrum Pekings. Bestellt wird natürlich Fleisch. Die Spezialität des beliebten Lokals, mongolisches Fondue. Gemüse ist für die Familie dabei eher Dekoration. Als ich klein war, war Fleisch noch etwas Besonderes. Deswegen gab es das natürlich nicht oft. Inzwischen können wir uns jeden Tag Fleisch leisten. Jetzt ist es eine ganz normale Sache. Die veränderte Ernährung bekommt vielen Chinesen nicht. Immer mehr Menschen leiden unter Krankheiten, die man früher nur im Westen kannte. Ku Haifeng weiß, dass zu viel Fleisch nicht gesund ist. An seinem Essverhalten ändert das aber nichts. Ich esse dreimal am Tag Fleisch. Also 21 Mal in der Woche. Und manchmal greife ich auch noch nachts in den Kühlschrank rein. Chinas Wirtschaft ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Vor allem die Stadtbevölkerung hat davon profitiert. Der neue Wohlstand und der dadurch veränderte Lebensstil hinterlassen deutliche Spuren. Jeder dritte erwachsene Chinese hat extremes Übergewicht. Das sind 60 Millionen Menschen. Eine der Ursachen, der zu hohe Fleischkonsum. Chinesische Ärzte weisen seit Jahren auf die alarmierende Entwicklung hin. Gu Dongfeng ist einer der bekanntesten Mediziner des Landes. Unsere Forschungen zeigen, allein die Bluthochdruckerkrankungen der Menschen sind auf 200 Millionen Fälle angestiegen.
Und wir haben in der chinesischen Bevölkerung auch einen extrem erhöhten Anteil an Fettleibigen und Diabetikern. In den nächsten 20 Jahren werden 21 Millionen Menschen in China Herz- oder Kreislauferkrankungen bekommen. Das ist eine sehr erschreckende Zahl. Sie entspricht der gesamten Bevölkerung von kleineren europäischen Ländern. Und von diesen vielen Menschen wird etwa ein Drittel an den entsprechenden Krankheiten sterben. Das Gesundheitsbewusstsein vieler Chinesen hat mit der Entwicklung ihrer Kaufkraft nicht Schritt gehalten. Mittlerweile isst man in chinesischen Großstädten fast genauso viel Fleisch wie in Europa.